Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Und wir stehen hier im Wolfsclan. Wir sind nach Nordmar gegangen. Und sind das letzte Mal beim Wolfsclan angekommen. Was hat er denn hier an? Oh. Das ist ein neues Design von der schweren Nordmar-Rüstung. Ich muss sagen, meine Lieblingsrüstung aus Gothic 3 ist die mittlere Nordmar-Rüstung hier. Diese hier, die auch im Vanilla Gorn trägt. Okay, mal gucken. Hier, mit Gunnar wollten wir beim letzten Mal, glaube ich, quatschen. Gehen wir mit ihm. Kommst du von der Jagd? Hast du Felle oder Tiertrophäen dabei? Ich kaufe sie dir ab, wenn du willst. Na, gerne. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Xardas? Das war ein Spektakel. Erzähl. Er taucht eines Abends hier auf, wie aus dem Nichts. Er blieb die ganze Nacht. Er verhandelte mit Grimm, unserem Anführer. Und dann? Am nächsten Morgen war er verschwunden. Dafür waren diese beiden großen Kerle hier. Ich finde irgendwie, die sollten alle irgendwie so Bärte haben und lange Haare. Aber die Charaktere in Gothic 3 haben ja mehr so sehr kurze Haare, bis gar keine Haare. Mhm. Kannst du mir was beibringen? Da musst du einen der Jäger fragen. Am besten Bogir. Er ist der Beste und Erfahrenste. Und für den Eisgolem töten. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Ohrkreiser. Wir brauchen Pfeile auf jeden Fall. 10.000 können Zeug von uns kriegen. So. Schlachtbeil. Das wird, glaube ich, schlechter als unsere. Ich weiß trotzdem, weil ich mir gerade sicher bin. Wir sind schon bei... Gott. Wir sind schon drüber. Dank. Bitteschön. Jetzt können wir auch endlich mal das Artefakt, glaube ich, mal kaufen. Nochmal S-Wolf. Nimmst du? Corona. Bei ihm liegt der Teleportstein. Der wurde aber umplatziert, oder? Der war doch immer bei Boogie hinten im Haus. Kommst du gerade oder gehst du? Nichts von beiden? Nichts von beiden. Ah, hast du Interesse an einem kleinen Jagdausflug? Alleine kann es da draußen ziemlich ungemütlich werden. Eigentlich schon. Wo willst du hin? Auf der anderen Seite des Berges gibt es eine kleine Jagdhütte. Hervorragende Jagdgründe. Bist du dabei? Hast du niemand anderen, der mit dir geht? Würde ich sonst fragen? Normalerweise gehe ich zusammen mit Bogir auf die Jagd. Aber? Er will nicht. Er sitzt einfach nur da und hängt rum. Ich glaube, man könnte ihm ein ganzes Rudel Wölfe ins Lager locken. Er würde noch nicht mal zum Bogen greifen. Zu schwer. Zu schwer. Dann quatschen wir doch mal mit Bogir. Gucken wir mal, was mit dem los ist. Um auch zu heulen. Komischer Wolf. Kann dir doch egal. Bogir. Deine Druidenkleidung. Was willst du? Lass mich allein. Zu schwer. Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Ja, der ist anscheinend schon sehr alt. Weil Runak gesagt hat, er ist der Älteste. Wobei er hier doch irgendwie nicht mehr ganz so fresh wirkt. Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger. Und ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, okay, was ich bin. Okay, er hat den Druidenstern des Wolfs. Du bist also ein Wolf. Das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet, ein Teil des Tieres zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt nur dich und deine Beute.
Du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja. Der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Was ist das für ein Stein? Er ist mein Erbe. Ja gut, wir kriegen jetzt ziemlich viele Infos, die wir um in den Wäldern kennen. Zu sterben, werde ich ihn an meine Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger. Der neue Hüter. Die Wünsche des Wolfes. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Sonst wirst du schneller zur Beute, als dir lieb ist. Ich weiß noch, ob ich den, glaube ich, in meinem ersten Durchgang nie gefunden habe. Aber war das nicht so ein Ding? Also, ich habe irgendwie im Kopf, dass der weiße Hetzer gar kein Wolf war, sondern ein Schattenläufer. Habe ich das falsch im Kopf? Irgendwie habe ich das, keine Ahnung, gerade im Kopf. Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit. Im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Okay. Wer in drei Götternamen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer. Okay, scheinbar doch ein Wolf. Ich glaube, ich im Kopf, dass es ein Schatten ist. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfsteins zu suchen. Warum gehst du nicht? Ich warte. Auf wen? Auf meinen Nachfolger. Er ist noch nicht gekommen. Ja, hier. Wer ist dein Nachfolger? Der hält es so ein bisschen dumm. Der den weißen Hetzer tötet. Nee, das machen wir nicht. Kann ich mit dir handeln? Geh zu Rune, dem Proviantmeister. Er wird sich um deine Wünsche kümmern. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich weiß alles über die Jagd, was es zu wissen gibt. Okay, bring uns die Jagd bei. Kälte. Unermüdlicher Läufer ist, glaube ich, auch ziemlich nice. Was macht unermüdlicher Läufer? Der hält kein doppelt so... Oh ja. Will... Können wir sogar lernen, aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste gerade, was wir brauchen. Es hat sogar gar keine Voraussetzungen. Es hat alles keine Voraussetzungen. Selbstmord gegen die Auswirkung von großer Kälte hält einen Resistenzbonus gegen Eisschaden. Das ist auch nice. Gegen die Magier. Okay, gucken wir mal. Wen haben wir denn hier noch so? Larsen. Oh, da ist endlich ein Schleifstein. Ich wollte die ganze Zeit Waffen schleifen. So. So nicht. Achso. Das bringt nichts. Okay. Molzen. Ja. Hat mehr Reichweite, aber das macht halt maximal Lebensenergie. Weil das cooler aussieht, ne? Sieht halt schon krass aus. Ich werde mal das einfach nur, weil es cool aussieht, benutzen. Weil hier das alle haben. Das ist eben meine Lieblingsaxe, die er hat, die auch Gorn besitzt. Schwere Truhe. Da sehe ich mich. Erste Truhe und wir haben sie direkt geknackt. Ein Armeebogen. Der ist sogar noch besser. Auch noch 4 Jagdgeschickpunkte. Wir müssen hier das... Ah, blöd, dass ich ein paar davon getrunken habe. Aber ich brauche dieses Rezept. Weiß jemand, wo es dieses Rezept für die besseren Tränke gibt? Die besseren Stärketränke? Wir haben ja schon... Da, das Bessere für Jagdgeschick, wobei ich keine Ahnung habe, wo wir Eierstock herkriegen. Immer mit Larsen. Weißt du, du kommst echt komisch aus. Ah, ein Fremder. Hi. Bist du hier, um dir eine gute Klinge zu kaufen? Ich hab so eine ganz gute Axt eigentlich. Ich will Schmieden lernen. Ich bilde niemanden aus. Geh zum Hammerclan. Dort gibt es die besten Schmiede. Was hast du anzubieten? Ich habe zwar länger keinen Nachschub bekommen, aber ein paar gute Klingen habe ich noch. Na dann, zeig mal her. Was hast du? Berserker-Axt. Klingt nach was ich haben möchte.
Also, sieht teuer. Ich möchte einmal speichern. Ich möchte mir die einmal angucken. Was wir dafür brauchen. Es ist schade, dass wenn man hier drüber hovert, dass man nicht irgendwie sieht, was die für Wert hat oder was die für Voraussetzungen braucht. So, wir kaufen die einmal. Jetzt möchte ich einmal in deinen Amboss. Gehen wir weg. Passen. Berserker, Alter. Benötigt Stärke 360. Großwaffe von 3. Also, Klingenschaden 440. Selbstgeschmiedet gibt auch nochmal plus 10. Braucht ein, ist eine reine Erzwaffe. Wir brauchen eine Waffen auf das reinem Erzschmieden. Das können. Ushtarach. Ja? Das. Reine Erzwaffen schmieden können wir, glaube ich, nur beim Hammerclan lernen, oder? Okay, krass. Merken wir uns mal. Die ist auf jeden Fall krass. Okay, laden wir mal neu. Und immer noch einen Erzrohling, einen normalen Erzrohling für unsere Arm- und Beinschienen. Zu schwer. Ja. So, wen haben wir denn hier noch? Oh! Die Rüstung! Die ist, glaube ich, auch. Ist die durch Mods oder Community Patch, die Hoga anhat? Das ist ja die mittlere. Nur mit diesen Säbelzahnschädeln auf der Schulter. Ich habe tatsächlich diese große Gothic 3-Statue, die es damals gab, diese Sammelfigur, diese große, habe ich hier rumstehen, die genau diese Rüstung anhat. Und diese Rüstung gab es halt nie im normalen Spiel. Wenn ich noch denke, kann ich ja mal ein Bild einblenden. Da bin ich halt mega, mega, mega happy, dass ich die auf eBay mal irgendwann gekriegt habe, weil die, ja, ist nicht mehr so easy zu kriegen und so günstig. Du bist keiner von den Jägern aus Faring. Was willst du hier? Ja, stimmt, in Faring war ich gar nicht. Zu schwer. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Ja, der war hier. Er hat lange mit Grimm gesprochen. Worum ging's? Das hat mir jetzt jeder Zweite Erz. Schon gesagt. Xardas brauchte Erz. Wofür brauchte Xardas eigentlich Erz? Wird das mal aufgeklärt? Sie bewachen jetzt unser Dorf. Alles klar. Golems sind ganz nass. Nein, mir ist langweilig. Jetzt, wo die Golems da sind, braucht man mich noch nicht mal zum Kämpfen. Meine Axt rostet schon ein. Ja, können wir irgendwas von ihm lernen, oder? Ein Ork-Töter noch lernen. Machen wir noch mehr Schaden. Ein Orks. Volk der. Der ist neu. Den kenne ich nicht. Moment, was hat denn er für eine Rüstung an? Das ist nochmal eine Alternative. Die sieht aber ein bisschen krass irgendwie aus. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Rüstungen, glaube ich. Zeig mir das. Eine neue Axt da. Senkeraxt, Holzspalter, Donneraxt. Starker Orkschlechter. Nordmarsch. Wir waren starker Reitax, Nordmarsch Rüstung. Ehrrüstung. Leichte noch. Und Helmer. Boah, ich hab ja Bock, ne? Ich hätte Bock auf dieses Zeug. Das ist kein. Und zum Bären. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du. Noch nicht. Noch nicht. Beweise erstmal. Leichte kriegen wir, glaube ich, irgendwie. Die können wir kaufen, ja. Wie ist denn unser komischer Helm? Hm. 10, 5, 20. Zeig mir deine. 10, 5, 20. 15, 20, 15. Der gibt noch Resistenz gegen Kälte. Der ist halt genau gleich. Und kostet fast dasselbe. Speichern. So, wir nehmen einmal den hier. So. Nimm unser Zeug. Diese ganzen guten Sachen nicht unbedingt wegtun. Weg. Das kann noch weg. Weg. So, mal gucken. Da. So, jetzt haben wir so ein. Sieht schon ganz creepy aus, unser guter Held.
Oh, den Nordmar brauchen wir noch ein bisschen was. Oh ja. Oh, 284. Ich muss mir gerade mal einen kleinen Überblick über unsere Sachen verschaffen. Und für alles, für diese ganzen krassen Waffen, die wir haben, brauchen wir alles Schwertmeister. Das sollten wir so als nächstes in Angriff nehmen, glaube ich. Wie wäre es mit einem kleinen Übungskampf? Gerne. Aber worum kämpfen wir? Um die Ehre. Um die Ehre. Wie du meinst. Wer zuerst zu Boden geht, hat verloren. Und man sieht, aber unseren Helden ist nicht mehr so krass. Duell. Kein Angriff von hinten. Oder ähnliche Spielchen. Ist doch sowieso egal. Lass uns kämpfen. Zieh deine Waffe. Komm her. Hast du den gedrückt? Zack. Zack. Komm schon, den schaffst du. Ich gern so hoch nicht den ausverfallen. Nur für Nordmar, nur für den Wolfsklein. Wir kriegen wir beide. Eine Axt, lass mich ihn mal. Wer ist das? Ich glaube, allgemein gab es beim Nordmar die meisten Frauen, die halt aber auch leider nichts zu sagen hatten, leider. Und die einzigen Frauen mit Namen im Spiel waren, glaube ich, drei in der Wüste, ne? So Tänzerinnen. Scheiße. Tut das weh? Ja, dann, Hoga. Wie sieht's aus? Du bist ein guter Krieger. Deine Feinde sollten dich fürchten. Keine Sorge. Die erzittern. Ich bin froh, dass ich nicht dein Feind bin. Das war's schon? Na gut. Was haben wir denn hier noch? Rune, du bist der Proviant. Hey, du! Hast du nichts zu tun? Also, ich bin zu Besuch hier. Wieso? Was ist los? Du siehst nicht so aus, als wenn du besonders beschäftigt wärst. Alter, guck mich das an! Was ist los? Was machst du hier? Ich bin der Proviantmeister des Clans. Alles, was die Jäger ins Lager bringen, wandert zu mir. Ich entscheide, wie es verteilt wird. Wenn jemand was braucht, kommt er zu mir. Ich will Zeug. Was hast du anzubieten? Warum sollte ich dir was geben? Wer hier nicht mithilft, den Clan zu versorgen, der bekommt auch nichts. Hey, Junge. Schmarotzer können wir hier nicht gebrauchen. Was brauchst du? Die Holzfäller vor dem Dorf brauchen was zu essen. Nimm dir 5 Bärenschinken aus der Hütte und bring sie zum Camp der Holzfäller. Wenn das getan ist, sind wir im Geschäft. Okay. Was machst du mit dem Zeug, das die Jäger bei dir abgeben? Kommt drauf an. Das Fleisch wird geräuchert für schlechte Zeiten. Die Felle werden gegerbt oder weiterverkauft. Und der Rest? Erstmal in die Truhe. Wer weiß, wann wir es brauchen. So, das könnte ich sein. Einfach mal alles aufbewahren. Man könnte es ja brauchen. Letztendlich benutze ich es dann nicht. Was gibt's zu essen? Fleisch. Es gibt immer Fleisch. Das gibt Muskeln und ordentlich Speck auf die Rippen. Die Flachländer essen zu viel Grünzeug. Die können hier oben niemals überleben. Interessante Theorie. Mehr als das. Es ist die Wahrheit. Gemüse macht dich dünn und schlaff. So überlebst du keinen Schneesturm. Na denn? Hier ist mit einer guten Mischung. So, Bärenschinken. 1, 2, 3, 4, 5. Mal mehr mit. Durfte die ja mitnehmen. Dürfte also nicht als Clown zählen. So, wer ist er hier? Wer ist er hier? So. Dann gehen wir, würde ich sagen, auch mal direkt zu den Dudes. Mit dem Jagen gehe ich jetzt noch nicht, dann sind wir nämlich viel zu weit weg. Er verkauft ja nur Zeug, ne? Ja, genau. Dann gehen wir mal direkt zu den Holzfällern. Vielleicht kann ich da noch die Säbelzähne töten. Na, Alina, wieso hast du einen Namen und die anderen Mädels nicht? Du musst doch irgendwie wichtig sein, wenn die Mods dir einen Namen gegeben haben. Ja, wo ging es denn jetzt nochmal zu den Holzfällern? Hier runter einfach, oder? Wie bekommt man nochmal die leichte Rüstung? Irgendwie hat man die for free gekriegt. Wie nochmal? Wo waren die denn jetzt? Nö, ich hab vergessen, wo die waren. Ging hier auch schön. Waren die doch in die Richtung? Die waren auch. Na kommt. Jungs. Da. Ist okay. Da.
da! Ich mir gerade ein bisschen Sorgen, dass ich falsch laufe. Waren die nicht hier? Da sind die. Ich habe eine Ladung Schinken von Rune. Wird doch Zeit. Die Jungs werden schon ungeduldig. Mh, Bär. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ich frage mich echt, wie Rest Bär schmeckt. Am besten direkt den Jungs. Vermutlich. Ich stelle mir das ja irgendwie dann sehr streng Fleisch vor. Klar, immer her mit dem Zeug. Hier. Schinken. Was habt ihr denn schon so für außergewöhnliches Fleisch mal gegessen? Der Schinken ist doch von Rune, oder? Ja, hier. Also ich habe auf jeden Fall schon Krokodil und Känguru gegessen. Rune schickt mich. Ja, wird auch langsam Zeit. Was gibt's denn? Schinken. Na gut, gib her. Hier dein Schinken. Bär. Danke. Oh Mann, ey. So. Mehr Ruf in Nordmar für die Rüstung. Gebt mir mehr Ruf. So, wo sind jetzt die Säbelzähne? Den Berg hoch. Aber wo ist denn den Hügel hoch? Kann doch nur hier sein eigentlich. Aber da habe ich doch schon welche getötet. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch andere. Die müssten ja dann irgendwie wieder so einen Special Namen haben, gehe ich von aus. Ein Goblin, da sind noch Wölfe. Warte mal, speichern fällt mir gerade auf. Die vier Dings wären, glaube ich, echt nicht... Ist der einfach ausgewichen? Die vier Jagdgeschicke für einen besseren Bogen wären, glaube ich, echt nicht schlecht. Was war das? Was ist das? Das ist ein Goblin-Magier. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Die Goblins... Die haben aber nicht so zielsuchende Magie wie die blöden Magier. Da, da. Ja, warte mal ab hier. Da, da, da. Sag mal. Da, da, da. Da, da. Ich finde das echt krass, wie oft ich getroffen werde, weil die einfach meinen Schlägen ausweichen und dann zuhauen. Blöden kleinen Goblins. Voll haben wir mal alle weg, bevor die mir irgendwie in den Rücken fallen. So. Ich habe doch schon irgendwo Säbelzähne gesehen eben. Was waren die denn? Hm. Doch eben welche gesehen. Wie sonst? Okay, habe ich mich geirrt? Ich habe doch irgendwo Säbelzähne gesehen. Doch da. Aber die haben auch keinen Special-Namen. Mann, sind die schnell! Ja, das waren auch nicht die richtigen. Wo finde ich die denn? Bestimmt nicht die Richtung hier. Da ist ein Golem. Ich brauche doch ein Eisherz. Ich glaube, der kann nicht verletzt werden. Kann das sein? Aha.
Muss nur aufpassen jetzt, dass der mich nicht irgendwie mit Eis platt macht. Nein. Alter, hat er mir gezogen. Oder war ich fast tot? Was zur Hölle? Befehl. Bisschen Kraut schnell sammeln. Eintopf runterkippen. So, her damit. Herz eines Eisgolems. Jetzt brauchen wir nur das Herz eines Feuergolems. Ich überlege echt, ob ich kurz in die Wüste gehe und einen Feuergolem suche. Würde ich echt wissen, was dieses Steinelemente ist. So, aber das hilft uns immer noch nicht, die Quest von den Holzfällern zu lösen. Wo sind denn die Säbelzähne von der Quest? Na gut, gehen wir mal wieder zu denen zurück. Und schauen mal. Den Hügel hoch. Das kann ja denn... Das kann halt da sein, das kann da sein, weil da bin ich eben runtergekommen. Aber das ist doch der ganz normale Weg zum Clan. Hier auf dem Hügel meint er... Nee, da hinten sind wir auch hergekommen. Wir gehen mal hier lang. Bisons. Ich glaube, die sind wie die normalen Bisons, oder? Die sind friedlich, solange ich die nicht angreife. Da! Großer Selbstzentiger, die haben einen anderen Namen. Oh Gott, aua. Aua. Hier, greif die Bisons an. Die schmecken viel besser als ich. Renn, Baby! So. Hier haben wir normales Tigerfell. Das war schon. Rufe Nordmark 12. Ja, nice. Lol. Hier sind die, okay. Hätten wir mal eine Runde Bisons? Ne, es sind zu viele. Die greifen mich dann alle an. Ein bisschen Respekt vor denen. Ich möchte die benutzen. So, ich habe eure Tiger erledigt. Ich habe die Säbelzähne getötet. Das wird die Jungs freuen. Es arbeitet sich leichter, wenn man nicht ständig auf seinen Rücken achten muss. Geh zu Rune im Dorf. Er soll dir eine Belohnung geben. Nice. Jetzt können wir auch mal den Teleporter benutzen. Hier oben würde ich echt so mit Gorn gerne rumlaufen, aber ich habe echt Angst, ich verliere den. Waffe weg! Okay, 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 sorry. Okay, Runa. Ja, da. Der Schinken ist verteilt. Gut, hier ist ein Schinken für dich. Brauchst du sonst noch was? Ich habe zwei Säbelzähne erlegt. Ich soll mir hier eine Belohnung abholen. Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Wir haben sie beim Kloster eingetauscht. Was willst du haben? Oder doch lieber Gold? Ich nehme tatsächlich die Mana-Tränke. Ich will Mana-Tränke. Ich habe nicht mehr so viele. Die liegen hier schon ewig rum. Bei uns braucht die keiner. Geil. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn Schönes? Du hast die normalen Rüstungen. Genau. Mehr als diese Helme gibt es, glaube ich, in Vanilla gar nicht. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Okay. Gucken wir mal weiter. So, wir haben noch die Jagdquest. Die machen wir jetzt nicht. Und den weißen Hetzer. Am besten du erledigst das den, ja, ich habe keine Ahnung, wo der rumchillt. Gehen wir weiter hoch ins Dorf. Ist gar nicht so riesig, glaube ich, der Wolfsclan. Ist nur so ein kleines Dorf von Jägern. Das ist nämlich schon das letzte Haus. Das ist Grimm. Oh, Grimm sieht auch anders aus. Grimm ist älter geworden und hat jetzt einen Helm. Der war mal jünger. Und der hat auch eine andere Rüstung an. Was gibt's denn hier so in deiner Halle? Nicht viel, wie es aussieht. Du hast nicht mal eine große Truhe.
abgebrochen. Ja, die haben auch hier nicht wirklich viel zum Klauen tatsächlich. Nochmal von vorne. Und die auch hier eine Eiswüste haben, ne? Abgebrochen. Wieso mache ich denn immer das Gleiche? Abgebrochen. Ja, ich schätze. Immerhin etwas. Was? Okay. Hey Grimm, was geht? Willkommen, Wanderer. Bist du Jäger? Früher hatten wir oft Besuch von den Jägern aus Faring. Ja, in Faring war ich noch gar nicht. Die Orks lassen kaum noch jemanden durch. Aber du hast es geschafft, dich durchzuschlagen. Was kann ich für dich tun? Taschendiebstahl. Ich suche Xardas. Er ist nicht mehr hier. Was wollte er hier im Dorf? Wir haben einen Handel mit ihm geschlossen. Er bekam unser Erz. Wofür dafür half er uns, das Dorf zu verteidigen. Er hat die Golems beschworen. Wo kann ich Xardas finden? Er ist nach Norden gegangen. Hansson, einer unserer Jäger, hat ihn begleitet. Wo finde ich Hansson? Er ist auf der Jagd, am Hirschfelsen. Ein Plateau nordöstlich von hier. Er hat dort eine kleine Jagdhütte. Folge einfach dem Weg in die Berge. Dort wirst du einen Steinkreis finden. Dort auf dem Plateau wirst du seine Hütte finden. Erzähl mir was über das Dorf. Ich bin Grimm, der Anführer des Wolfsklans. Das ist mein Dorf. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Aber mach keinen Ärger. Die Wölfe sind zahm und gehören zum Dorf. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Wie ist die Lage? Ernst. Die Orks machen mächtig Ärger. Die Jäger haben Probleme, ungeschoren zu ihren Jagdgebieten zu kommen. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogir. Er ist unser bester Jäger. Aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und bläst Trübsal. Kein Mensch weiß, was er hat. Was unternimmst du wegen der Probleme? Ich habe einen größeren Jagdtrupp Richtung Süden geschickt. Ich hoffe, sie haben Erfolg. Wo ist der Jagdtrupp? Auf Wolfsjagd. Folge dem Weg. Am Holzfällercamp vorbei. Wenn du an eine abgebrannte Hütte kommst, schlage dich links in den Wald. Braucht ihr Hilfe? Das Dorf ist erstmal sicher. Aber die Orks besetzen immer wieder die Brücke im Süden. Das ist der Weg zum Pass. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Frag mal Hoga. Vielleicht kann er dich begleiten. Ja gut, dann haben wir jetzt wieder so ein paar Quests. Die Brücke im Süden, ja gut, und diese Quest mit den Jägern haben wir nicht. Wir müssen, ja, ich merke mir sowieso nicht, wo die sind. Ja gut, ich würde sagen, wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen. Die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und bye bye.